love to leave this planet? Raise your hand. Wow, that's a lot. Luckily, there are some opportunities coming up. There is Mars One, where you can go to Mars, but without a return ticket. And who applied for this one? Do we have any applicants for Mars One in the hall? Whoa, more than we expected. Three, four. So just a few, but brave. SpaceX. But recently also SpaceX announced their detailed technical plans on how to get to Mars and their technical plans for the vehicle. Who has seen the announcement? Raise your hands. Yes. Okay, whoa, quite some people are informed. So since we already know there are three or four people who would go to Mars without coming back, who would trust his life wir sind euer Übersetzerteam Afrona und Wolfgang. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns unter dem Hashtag, Hashtag C3T und euch dann viel Spaß gleich beim Zuhören. Okay, by the way, what's the difference between the Berlin Airport and Mars? Humans will land on Mars in the foreseeable future. The next talk is not only about Mars. It's about the 3,518 known exoplanets. Der nächste Talk ist nicht über Mars, er ist über die alle bekannten Exoplaneten dieses Universums und was wir brauchen, um dahin zu kommen und um es weiter zu erforschen. Denn ihr wisst ja, es geht nicht darum, das Ziel, sondern um den Weg dahin. Are now here for us on this stage. They have many things in common. They are both instrument builders for astrophysics. They both work at the Max Planck Institute for extraterrestrial physics. And they are both working in the same infrared group. And on top of that, they both develop some of the world's most sensitive beide instruments. Beide haben die der Welt empfindlichste Instrumente entwickelt. Bitte kommt mit auf eine Reise durch den Weltraum, Liz und Peter. Hallo alle, es ist schön hier zu sein. Das ist mit Abstand die größte Audience, vor der wir je waren. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir wollen euch heute über interplanetare Besiedelung was erzählen und auch interstellare Kolonisation. Wir fangen mal an, warum wollen wir überhaupt gehen? Also Erde ist eigentlich klasse. Das ist unser Planet. 70% der Oberfläche sind von Wasser bedeckt. Es gibt eine G-Gravität. Atmosphäre, 20% Sauerstoff. Und es ist natürlich der einzige Planet mit Wi-Fi. Also Erde ist echt klasse. Warum sollen wir überhaupt gehen? Wir können jetzt mal uns die Vergangenheit von Erde angucken. Also Erde war nicht immer so gut wie heute zu uns. Das ist hier der Anteil von Spezien, die ausgelöscht wurden in den letzten 550 Millionen Jahren. Und da gibt es eine ganze Menge Spitzen hier drauf. Die fünf großen Spitzen, wo Spezies verschwunden sind. Die letzte ist hier, wo die ganzen Dinosaurier ausgestorben sind. Etwas anderes, was ihr vielleicht nicht wisst, wir sind gerade in der Mitte der sechsten großen Aussterbephase, wo die Spezies tausendmal schneller als eigentlich sterben. Wir können uns fragen, was ist der Auslöser dafür? Es gibt verschiedene Auslöser dafür. Der erste Auslöser ist, dass es zu viel Sauerstoff gab oder zu wenig. Vulkane, wenn das Wasserlevel sich erhöht oder senkt, globale Erwärmung oder globale Abkühlung und in letzter Zeit auch menschliche Aktivität. Okay, man könnte sagen, wir sind mittlerweile viel weiter als die Dinosaurier, wir haben Technologie und im Prinzip sollten wir fähig sein zu überleben.
auch wenn sich der Planet hier so verändert. Aber in der sehr langen Zukunft haben wir ein größeres Problem, und das ist unsere Sonne. Irgendwann wird unsere Sonne alle ihre Energie verbraucht haben und wird ein roter Gigant werden. Erst wird alles Wasser verdampfen auf der Erde. Das wird nicht angenehm für niemanden. Und irgendwann wird der Stern so groß werden, dass er irgendwann die Erde einfach verschluckt und den ganzen Planeten brutzelt. Ihr könnt es euch vorstellen, wie ein Offsite-Backup von der Menschheit machen, bevor der Server abbrennt. Und auch noch in der Cloud und darüber hinaus. Wir haben ein sehr großes Interesse daran, von diesem Planeten wegzukommen in der näheren Zukunft. Das, die zweite Frage dann, wo würden wir hingehen, wohin wollen wir? Hier alle von euch und alle vorherigen Sprecher haben darüber geredet, zu Mars zu kommen. Und wir würden auch gerne etwas über unseren neuen Planeten kennenlernen. So sieht Mars aus dem Weltraum aus. Es ist relativ nah bei uns, was die Entfernung angeht. Wenn ihr wissen wollt, wie Entfernung in Space, im Weltraum eigentlich ist, dann wartet auf den nächsten Talk. Es würde ungefähr 2 Jahre brauchen zum Mars und zurück. Mars hat auch eine Atmosphäre, aber die ist sehr dünn. Größtenteils CO2, es hat kein Magnetfeld. Also er bekommt die gesamte Zeit Schläge von kosmischen Strahlung und kosmischem Wind ab. Das heißt, Menschen müssten unter der Erde leben, um dort zu überleben. Und außerdem ist es relativ kalt. Auch wenn Mars nah ist und theoretisch in der habitablen Zone der Sonne ist, ist es zu kalt und es könnte ziemlich hart auf dem Planeten sein. Es ist nicht sehr angenehm, dort zu leben. Ein anderes Ziel, worüber Menschen reden, wäre Europa. Das ist einer der Monde von Jupiter. Also der hat mehrere, aber das ist der interessanteste, denn er ist eine Wasserwelt, also er ist komplett umgeben von Wasser und mit einer dicken Eisschicht außenrum. Und zum Glück hat er auch noch eine Atmosphäre von fast nur Sauerstoff. Aber was, also ihr meint, gut, wunderbar, was könnte dir noch fehlen? Das Problem ist nur, die Temperatur im Durchschnitt ist dort so kalt, dass es alles gefroren ist. Man müsste ungefähr 15 Kilometer tief tauchen, damit man überhaupt in den Ozean kommt. Außerdem sendet Jupiter noch Radiation aus und deswegen könnte es auch ziemlich unangenehm dort werden. Also auch nicht so toll. Und außerdem sagt man uns, wir dürfen da nicht landen. Also, wo es wirklich interessant wird, ist, die sind nahe, diese Planeten. Und wir wissen ziemlich viel darüber. Und die Frage ist, woher wissen wir das eigentlich? Also, in unserem Solarsystem, da können wir Satelliten, Sonden hinschicken und manchmal auch Länder, die manchmal crashen und manchmal auch uns Informationen zurückgeben. Also, das ist ein Bild von Mount Sharp auf dem Mars und von der Sonde, die dort auf dem Mars ist. Das ist ein Selfie, hat Curiosity geschossen. Was cool ist über Curiosity, ist, Curiosity hat einen großen Laser, mit dem man Steine einfach zerstrahlen kann. Und das hier ist das erste Spektrum, was aus einem verdampften Fels rauskam. Was man hier sehen kann, ist eine Reihe von Peaks in dem Spektrum, Spitzen im Spektrum. Und wenn man also einen Chemiker daheim hat, dann kann man das gegen verschiedene Elemente matchen. Und man sieht, es ist Eisen drin, Magnesium, Calcium, Aluminium. Alles lauter interessante Dinge, die also uns da wohnen lassen könnten. Oder ich frage, was für Leben könnte an Mars leben? Also wir könnten sagen, ja, wir sind safe da, Kartoffeln anzubauen als Beispiel. Okay. Zurück zu unserem vorherigen Problem, dass die Sonne irgendwann verbrennen wird und auch die Erde verschluckt und dann auch den Mars. Also müssten wir noch ein bisschen weiter weggehen als Mars. Und das bringt uns zu Exoplaneten. Das ist ein Graph über die Exoplanetendetektion über die Jahre. Und ihr könnt sehen, dass vor 3 Jahren
vor 10 Jahren wir nicht mal wussten, ob es andere Planeten überhaupt gibt. Und in den letzten paar Jahren haben wir über sehr viele Exoplaneten was gelernt. Das ist ein exponentielles Wachstum. Und die wurden in vielen verschiedenen Arten detektiert. Und heute möchte ich euch über 2 Möglichkeiten erzählen, wie wir die messen. Das eine ist die Transferphase, das andere habe ich nicht verstanden, tut mir leid. Ein Planet umrundet einen Stern nicht einfach, sondern die beiden umrunden sich eigentlich gegenseitig. Das liegt an der Gravitation. Hier könnt ihr sehen, das in der Mitte ist die Sonne und das außenrum ist der Planet und die schlingern beide ein bisschen. Und was das bedeutet ist, dass wenn man sich die Sterne anschaut, dann ist das Licht Doppler geschiftet. Man sieht sozusagen grün und rot geschiftetes Licht auf der linken und der rechten Seite. Und wenn man da lang genug hinschaut, dann sieht man da ein periodisches Signal. Und wenn man da lang genug hinschaut, kann man sich ausrechnen, wie weit der Stern entfernt ist, wie groß die Masse des Planeten ist und wie lange er dauert, um die Sonne zu umrunden. Das wurde auf viele verschiedene Arten und Weisen im Laufe der Zeit gemacht. Die erste Versuche davon waren ein erhitztes chemisches Reagenz. Der nächste Talk erzählt was über Lasers. Wie wir noch Exoplaneten entdecken können, ist die transienten Methode. Also das ist, man schaut im Prinzip auf ganz viele Sterne gleichzeitig und man wartet, bis ein Planet vor dem Stern vorbeizieht und man sieht dann, dass das ein bisschen weniger hell wird über die Zeit. Also so ein ähnlicher Transit dauert dort 13 bis 14 Stunden, also einmal im Jahr, ne? Und diese Transienten, die definieren einen Orbit und man muss natürlich dann mehrere Jahre lang beobachten, bis man was sieht. So, bei dieser Methode, also im Gegensatz zur vorherigen Methode, kriegt man diesmal den Radius des Planeten. Man weiß jetzt nicht genau, wie viel es wiegt, aber man weiß, wie groß er ist. Was man aber hier finden kann, ist, wenn man was über den Stern weiß, ist man weiß, wo die habitable Zone liegt. Und man kann sich jetzt einen Orbit hernehmen und die Größe und dann, wie das Planetensystem ausschaut und ob der Planet in der habitablen Zone liegt. Kepler 186 war der erste Planet mit einer habitablen Zone, den wir gefunden haben. Und wenn man ihn vergleicht mit Planeten in unserem Sonnensystem, dann wäre er ungefähr auf der Orbitentfernung von Merkur, aber es liegt nur daran, dass der rote Stern weniger Energie ausstrahlt und deswegen ist die habitable Zone näher dran. Die Frage ist aber jetzt noch, hat der Planet zum Beispiel eine Atmosphäre, in der man atmen kann? Gibt es da zu viel Greenhouse, also viele CO2 und oder Methangase? Der Vorteil über Planeten um andere Sterne herum ist die coole Sache, dass das Problem ist, dass die sehr klein sind, man sieht sie fast gar nicht. Was man hier sieht, ist ein Planet, der sehr weit außerhalb der Sonne sich befindet. Und wenn man das beobachten möchte, auf Höhe der Sonne, dann wäre er ungefähr dort. Also um das Signal außerhalb eines Sterns zu erkennen, das ist verdammt aufwendig. Das Gute an größeren Mikroskopen ist, dass je größer ein Teleskop ist, umso besser kann man dann den Stern von der Sonne unterscheiden, weil die Auflösung genauer wird. Das hier ist der Kepler-Satellit, der die meisten unserer Exoplaneten entdeckt hat in der Atmosphäre. Der ist bei uns in der Atmosphäre. Und bald wird die NASA noch JWST in die Luft schicken. Es ist ein noch größerer Satellit. Und die Europäer planen noch ein extrem großes Teleskop, so nennen sie es auch. Das ist wirklich der Name. Und der wird eine 39 Meter große Schüssel haben. Und er wird für uns groß genug sein, um die Atmosphäre von Exoplaneten auf anderen Sternen zu beobachten. Und dann können wir Planeten angucken darauf, ob sie von uns kolonisierbar sind. Ich höre da mal mit meinem Abschnitt hier auf. Das ist die Kepler-Orrery. Das sind alle Planeten aus der Kepler-Mission, also im Maßstab, also die kleinen sind kleiner, die großen sind größer.
Wenn ihr was davon von den Welten erfahren wollt, die wir schon kennen, dann geht auf die NASA-Webseite. Da gibt es den neuen Weltenatlas. Da könnt ihr über jede dieser neuen Welten was erfahren. Ja, damit gebe ich jetzt weiter an den Peter und der spricht dann darüber, wie kommen wir eigentlich hin. Ja, okay, wie kommen wir jetzt dahin? Also, das ist sehr weit entfernt von einfach. Weißt du die erste Rolle vom Space Club? Nein, das ist nicht, dass du nicht darüber redest. Das ist Space kooperiert nicht mit dir. Das haben wir von Mark Rodney gelernt. Das bedeutet, dass man irgendwas mit Weltraum macht. Dann solltest du wirklich wissen, was du tust. Als Pi mal Daumenregel solltest du das Vakuum wie ein giftiges Gas behandeln. Und dann kannst du anfangen, Sachen zu bauen. Außerdem gibt es noch eine zweite Regel im Space Club. Sei vorbereitet. Um Rodney noch einmal zu zitieren, Science, the shit out of sorry. Und das ist vielleicht etwas aus den Bereichen, über die ihr nachdenken wollt. Es geht nicht darum, ob wir gehen sollten oder nicht, oder ob wir Roboter senden oder nicht. Brauchen wir irgendwelche Basen auf Planeten oder irgendwelche soziologischen Aspekte? Kommen wir auf diesen Raumschiffen miteinander klar für die ganzen Jahre, die wir zu den anderen Planeten fliegen? Also ich und mein Mann auf unserem Raumschiff, das wäre, glaube ich, wirklich schlimm. Für 4 Jahre. Das bedeutet, ihr müsst euren Plan also gut, euren Trip also gut organisieren. Wenn ihr irgendwas in unserem Solarsystem machen wollt, müsst ihr euren Trip sehr ordentlich planen. Menschen haben das vor uns schon getan. Natürlich haben wir schon Proben zu anderen Planeten geschickt, auch schon zu denen am Rand unseres Sonnensystems. Und die ersten Konzepte sind schon älter als das 21. Jahrhundert. Das hier ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man von der Erde zum Mars kommt, also ohne viel Energie zu verbrauchen. Das ist der Homan-Transfer-Orbit. Man fängt also da an, wo der blaue Circle gerade ist, auf der Folie. Zur selben Zeit ist der Mars ungefähr auf der Position von dem offenen orangen Kreis. Und wenn du dich auf deinem Homan-Transfer-Orbit Richtung Mars bewegt hast, ist Mars dort, wo man sie gerade mit dem vollen Kreis sieht, und dann kann man perfekt auch dort landen. Wenn du mehr Zeit hast, wenn du noch weniger Energie benutzen möchtest, gibt es noch andere Optionen. Wir haben im vorherigen Talk etwas über Rosetta gehört, und Rosetta hatte verschiedene Swingbys und gravitätsunterstützte Flybys bei anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Wenn man diese benutzt, um zu beschleunigen, um woanders hinzugehen, ohne Energie zu benutzen, also ohne einen Antrieb zu benutzen. Und seit ein paar Jahren gibt es noch eine andere Methode, welche ich jedem empfehle, sich mal darüber zu informieren, wenn es ihn interessiert. Und das ist die Interplanetare Superhighway, so wird er genannt. Das ist ein System, wie man von Lagrange-Punkten zu anderen Lagrange-Punkten in unserem Solarsystem kommt, ohne dass man irgendeine Art von Treibstoff braucht. Und das über sogenannte offene und geschlossene Manifolds. Das kann man googeln. Und da kann man auf diesen Lanes durch unser Sonnensystem rasen. Aber bevor du fahren solltest. Ja. Also SpaceX ist klasse für Mars, ja klar. Es sind chemische Raketen. Man kann sie noch so ein bisschen tunen, ne? Aber wenn man wirklich weit weg will oder vielleicht sogar interstellar, dann braucht man andere Methoden der Fortbewegung. Also schauen wir uns mal an diese echt verrückten Raumschiffe für interplanetare Missionen, die also vorgeschlagen wurden. Also ihr werdet diese Designs euch eine Menge sehen, wenn ihr euch die Literatur anschaut.
Und fast immer schauen die so aus. Also ganz vorne ist die Ladung, ja. Das könnten Crew-Compartments sein, wenn man Menschen mitschickt oder auch normale Ladung. Wenn man irgendwie einer äußeren Kolonie etwas schicken möchte, zu den Monden von Saturn fliegt. Das große Ding da in der Mitte, das sind nicht Flügel, ne? Sondern wir müssen überflüssige Wärme loswerden, der nämlich von dem Reaktor erzeugt wird, der am Ende des Weltraumschiffs ist. Das sind also hier Radiatoren. Die sind also im Wesentlichen schwarz und sehr kalt. Also der Weltraum ist schwarz und im Wesentlichen kalt bei 2,4 Kelvin. Etwa. Ja, also da können wir echt gut Wärme abstrahlen mit den Radiatoren. Und wie gesagt, da ist ein nuklearer Reaktor hinten drin oder Ionenantriebe oder sowas, aber sowas möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also so sieht der Reaktor dann wirklich aus. Das ist ein Fusionsfragmentreaktorantrieb, was ihr hier seht. In so einem Reaktor ist das... irgendein nuklearen Teil in der Mitte, in diesem Fall ist es eine Plutoniumkabine mit Plutonium, Carbon, Staub und außenrum ist halt auch ein Hitzeschild. Und in dem Fall wäre der Staub tatsächlich der außenrum ist dann noch ein superleitender Magnet, um die Effizienz, die Partikel zum Ende zu bekommen. Natürlich hat man da noch Gammastrahlung, die müssen wir auch noch abschilden, damit die Crew die Gammastrahlung nicht abbekommt. Diese Spaltfragmente sind ziemlich schnell, die gehen ungefähr, fliegen bei 2% der Lichtgeschwindigkeit und wir kriegen unglaublich viel Energie daraus, um thermoelektrische Generatoren noch anzutreiben, um dann zum Beispiel Strom zu erzeugen. Wenn man interstellar fliegen möchte, dann reicht das nicht aus. Wir brauchen hohen spezifischen Impuls und Schub und deswegen sprechen wir mal ganz kurz über Projekt Orion. Das ist ein ganz anderes Orion als das, wovon die NASA spricht. Das ist das alte Projekt Orion. Sollte also nicht mit dem Projekt Pluto verwechselt werden, nicht Projekt Pluto angucken und nach ungefähr 10 Klicks irgendwann, glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, werdet ihr in einem Sumpf von Konspirationstheorien verschwinden. Okay, das ist Projekt Orion, was im Prinzip die Idee ist von Nuklearbombe uns zu den Sternen. Wir haben da im Prinzip ein Antriebsmagazin und am Ende einen Schockabsorber. Und was wir machen ist, wir nehmen Nukes, die wir innen drin haben, lassen sie rausfliegen, lassen sie explodieren und dadurch treiben wir unser Schiff nach vorne an. Ich möchte darauf hinweisen, dass das wohl einer der sinnvollsten Nutzungsmöglichkeiten für nukleare Bomben ist. Ja, es wäre wohl der einzigste gute die einzige gute Möglichkeit, die wir momentan haben, um sie zu benutzen. Aber wir wollen natürlich das nicht auf unserem, auf dem Schild unseres Planeten haben, wenn wir das in unserer, wir wollen das nicht auf unserer Rakete haben, wenn wir von unserer Planeten oder unserer Mondbasis starten. Also sollte man das irgendwo im freien Weltall machen, wo niemand sonst ist. Oder dass niemand hinter dir ist oder so. Pass auf. Gibt es noch andere Optionen? Ja, es gibt andere Optionen. Da sind diese Ionenantriebe, die gibt es bereits auf verschiedenen Raumschiffen. Dann gibt's, die werden benutzt mit Strom, um Ionen abzuschießen. Das ist nur eine sehr geringe Menge an Antrieb, aber wenn ihr eine lange anhaltende Mission habt, dann kann das funktionieren. Weil der Antrieb kann dein Raumschiff über Jahre hinweg antreiben, indem er viele Ionen absendet und man wird am Ende schneller als mit der konventionellen Rakete. Im nächsten Talk geht es um Laser-Vortriebe.
Über all diese anderen Sachen hier sprechen wir nicht. Da geht es dann wieder um Verschwörungstheorien. Sehr schnell. Schaut nicht auf EM-Drives. Macht es nicht. Also Feenstaub wären die Torchships, ja, die Fackelschiffe. Das sind konstante Beschleunigungsschiffe. Die bringen einen ziemlich schnell auf Speed. Aber wir haben keine Ahnung, welche Technologie man da verwenden könnte, um das herzustellen. Also, wenn man schnell sich bewegt, dann muss man die Schilde hochziehen. Ne? Also glaub mir, wenn man bei 20% Lichtgeschwindigkeit ungefähr plus oder minus rumfliegt, dann muss man sicher gehen, dass man, dann muss man wissen, dass der Weltraum nicht leer ist. Also so schaut der Weltraum aus, ja. Da ist echt eine Menge Zeug zwischen den Sternen. Das interstellare Medium sind neutrale und geladene Atome, Moleküle, Staub. Und eine kurze Berechnung zeigt dir, also wenn man bei 20% der Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, dann wird man ungefähr 1 Zentimeter Aluminium pro Jahr erodieren, einfach abtragen, abschmirgeln. Nur vom interstellaren Staub. Das muss man wissen, da muss man aufpassen drauf. Es gibt natürlich noch andere Dinge, die da so rumfliegen, also Mikrometeoroiden zum Beispiel. Die sind nicht so häufig im interstellaren Raum. Natürlich ist es auch was, was wir schon früher mal gemacht haben auf interplanetarischen Missionen zwischen Erde und Mond zum Beispiel. Oder wenn wir Dinge im Erdorbit haben. So schaut das aus. Das ist der Whipple Shield an der linken Seite. Das ist ein Metallplatte, die den ersten Aufprall absorbiert und dann dahinter gibt es dann irgendwie so ein Spray von Überresten. Oder man kann Metallschwämme machen. Das ist Research, was momentan gerade gemacht wird. Aber natürlich wollen wir richtig gute Sachen für uns haben. Das wäre dann sagen, BYOM, bring dein eigenes Schutzschild. Wenn du zum Beispiel ein magnetisches Feld um dein Schiff herum hast, dann erzeugst du Plasma und ein bisschen Plasma vor dir haben und noch eine Magnetosphäre um dein Schild haben, das würde dann die Partikel aus dem Weltraum ablenken. Vergiss niemals, was hinter dir ist, denn der Reaktor hinter dir möchte dich die gesamte Zeit umbringen. Und das ist der Grund, wieso es diese Form hat, die sie hat. Es liegt daran, dass es gut aussieht. Nein, das ist der Radius für die Deadly Radiation. Und das geht um das Schiff herum. Wenn du aber in die eine Richtung dich beschleunigt hast, aber du drehst dann um in die andere Richtung, weil du verlangsamen möchtest, sollte dann niemand vorne vor dir sitzen, weil dein Reaktor zeigt dann in diese Richtung. Du bist dann auch immer in Ordnung, weil du kriegst deine eigenen Partikel nicht ab, aber jeder vor dir wird die Reaktorpartikel abbekommen. Also du willst sozusagen ein bisschen außerhalb des Planeten, wo du landen willst, abbremsen? Ja, genau, am besten. Okay, aber mit all dem, was wir gesagt haben, die einzigste Option, wirklich weit wegzukommen, sind sogenannte Torch-Ships, konstante Beschleunigungsschiffe, die uns zu Proxima Centauri in ungefähr, sagen wir, 7 bis 8 Jahren bringen, also Schiffzeiten. Erdzeit wird ungefähr 10 Jahre sein, weil relative Effekte werden dann ins Spiel kommen. Aber es wird so lange dauern, dass ihr in der Zwischenzeit schlafen solltet. Das klingt vielleicht ein bisschen wie Science Fiction, aber das wird momentan aktuell wirklich erforscht. Ich kenne da medizinische Untersuchungen bei der NASA und bei privaten Unternehmen. Das hier sind nur Bilder für Hibernation. Es wird für Menschen gemacht, die sehr schlimme Unfälle hatten. Die Leute werden einfach heruntergekühlt und man verlängert damit sozusagen seine Metabolismusrate um 70%. Das heißt, du musst nicht so viel Wasser und Essen und Sauerstoff mitnehmen. Das Letzte noch.
Nein, das ist nicht Space, das ist keine Option. Worksummy ist keine Option im Space. Es gibt so viele Sachen, die funktionieren müssen über eine so lange Zeit, dass wir für manche dieser Sachen überhaupt noch keine Ahnung haben, wie wir sie hinkriegen sollen. Wir reden über Reisezeiten von ein paar hundert Jahren vielleicht. Ich habe noch keinen Computer gesehen, der für 100 Jahre am Stück funktioniert hat. Oder ein Antriebssystem, ein Elektroniksystem, irgendwas. Wenn du so ein Schiff hast, dann musst du am besten alle Reparatursachen schon dabei haben, alle Ersatzteile. Oder du musst es an Bord herstellen können, um das zu tun. Zum Beispiel Asteroiden-Mining, um dann daraus Materialien zu bekommen, um das Schiff zu reparieren. Aber das ist nicht, um euch abzuschrecken, das sind die Aufgaben, die man überwinden muss. Die Menschheit hat noch andere Dinge getan. Wir haben schon Menschen zum Mond gebracht. Bald werden wir beim Mars sein. Bitte behaltet im Hinterkopf, es gibt da ein sehr bekanntes Zitat beim Vater von Weltraum, T. Tsiolkovsky. Und das ist, die Erde ist der Ursprung der Menschen, aber keiner kann dort für immer im Ursprung bleiben. In der Wiege der Mensch, die Wiege der Menschheit, aber nicht jeder kann ewig in der Wiege bleiben, tut mir leid. Okay, gleich kommen noch Questions. Oder? Jetzt kommen noch Fragen und Antworten. Time for questions left. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Please go to the microphones if you have a question and remember to keep it as brief as possible. Signal Angel, please give us a question from the internet. There's one question from the internet. Es gibt eine Frage aus dem Internet. Wenn wir davon ausgehen, dass EM-Antriebe funktionieren und wir haben ausreichenden Antrieb, könnten wir die Zeit zu anderen Planeten verkürzen, ohne auf Parabolwege zu verzichten? Gute Frage, nächste Frage. Wenn da Magie ist, dann ist es einfach ja. Was eine Frage hat mich immer bei der internationalen Reise interessiert. Also ein ferner Planet, wenn der jetzt heute eine Wüste ist, und statt dass wir also mal hier und so einen Akt zusammen bekommen und schauen, dass wir hier überleben, warum, wie soll das klappen auf einer Wüste, wenn es hier nicht klappt? Naja, also es gab dieses Problem, erinnert euch, dass die Sonne irgendwann die Erde verschluckt? Ja, aber das ist noch ziemlich lang hin. Ja, okay. Also ja, klar, wir sollten echt mal hier in die Gänge kommen, aber wirklich. Aber langterm ist das einfach eine Notwendigkeit, dass wir daraus fliegen und wir müssen immer unsere Augen da offen halten. Okay, noch eine letzte Frage. Könnt ihr euch vorstellen, dass der irgendwas Antrieb funktionieren könnte, vermutlich der EM-Drive? Ich glaube, es ist ein mathematisch interessantes Konzept, aber die Frage, ob es wirklich gebaut werden kann, es ist nicht wirklich klar, ob das physikalische Realität ist. Wenn wir einen Warp-Drive haben, ja, dann wäre es einfach. Sorry. Es wird nicht in unserer Lebenszeit funktionieren, das verspreche ich euch. Also wenn ihr einen Antrieb bis zum Ende des Kongresses schafft, bekommt ihr Saal 2. Alle Sprecher von Space Tracks sind auf dem Sofa kurz nach Mitternacht draußen und da könnt ihr weitere Fragen stellen und eure Neugier stillen. Okay, das war's dann auch von uns hier in der Übersetzungskabine. Wir waren